Aber ich muss damit leben, weil die Messung zeigt, dass dass Menschen halt leider mit Neandertaler-Impulsen, weil du nach Impulsen gefragt hast, funktionieren. Das heißt, wenn der andere eine genauso starke Waffe hat wie ich, dann greife ich den halt nicht an. Ja, und ich finde das bescheuert und bin auch überzeugt, dass das anders gehen würde. Aber die meisten anderen Menschen sind nicht dieser Überzeugung und leben sie deswegen nicht. Und dann kann ich auch nicht anfangen, meinen Impulsen zu folgen und zu sagen, ja, dann muss ich jetzt eine Kaserne sprengen. Ne? Also das ist, also ich lebe so, wie ich es für angenehm, sinnvoll und sozial halte, unabhängig von Impulsen. Herzlich willkommen zum Dialoge ohne Masken Podcast. Mein Name ist Sharon Paschke. Heute darf ich Dr. Marc Benecke begrüßen. Ein Biologe, der Probleme mit dem Tod hat, ist kein Biologe. Der ist Esoteriker. Du bist seit über 20 Jahren international als Kriminalbiologe auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forensik aktiv und hast dich insbesondere der Entomologie, Insektenkunde, verschrieben. Nach deiner Promotion an der Uni Köln im Institut für Rechtsmedizin absolviertest du diverse fachspezifische Ausbildungen auf der ganzen Welt, so zum Beispiel beim FBI. Als Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren hast du unter anderem Adolf Hitlers Schädel untersucht. Nebenbei veröffentlichst du zahlreiche wissenschaftliche Artikel, diverse Sachbücher sowie Kinderbücher und Experimentierkästen. Und auf welchen Gebieten du sonst noch Experte bist, gibt es auf deiner Homepage home.benecke.com nachzulesen. Hallo Marc, schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Sehr gerne. Ich hoffe, die Einleitung war angenehm. Ja, klar, was ist für dein Podcast? Kannst ja rauspicken, was du möchtest. Ja, klar. Ja, weiß, dass du, oder beziehungsweise möchte ich jetzt allen mitteilen, dass du gar nicht weißt, welche Fragen dich jetzt hier erwarten werden. Und das finde ich immer besonders spannend. Also beginnen wir mal direkt mit der ersten. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Und jetzt kommt eine kleine Zusatzfrage dazu. Wenn du mal so ein bisschen weiter entfernt bist von Dankbarkeit, wie besinnst du dich vielleicht auf Dinge, für die du dankbar sein darfst, kannst? Ich bin eigentlich den ganzen Tag dankbar, vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Ich meine, das ist ja, wir haben ja nur eine Runde auf der Welt und ich freue mich an jeder Sekunde daran. Also das ist eigentlich sehr simpel. Dankbar, weiß ich nicht. Ich freue mich einfach darüber. Ja. Wir hatten ja kurz vorher schon gesprochen, dass du auch die Sachen machst, auf die du Bock hast, richtig? Also du machst das, worauf du Lust hast. Ja, genau. Und was ist so das, was in dir ruft? Das, was ich jetzt auch einleitend zu dir erzählt habe. Was ist so der Ruf in dir? Du meinst, was ich gerne mache, dann Ja, oder beziehungsweise das Motiv dahinter, das, was so dich dazu befeuert, halt auch diese Sachen zu machen, die du machst. keine Ahnung, ey. Ich mach einfach das, was, wenn sich das vernünftig und sinnvoll anfühlt, mache ich das einfach. Also ich weiß nicht, also ich habe gestern was gesehen von so einem Fußballer, der hat da so tränenreich irgendwie so eine Abschiedsrede gehalten, weil er von seinem Fußballclub weg muss irgendwie und der meinte, ihn würde antreiben, dass er immer gewinnen will, immer gewonnen hat und in Zukunft immer gewinnen wird. Also, wenn ich sowas höre, könnte ich kotzen. Ne? Das ist ja wirklich total krank, sowas. Also, der arme Kerl, wirklich. Ne? Deswegen, wenn du sowas meinst, habe ich nicht. Ich erledige meinen Kram, der gerade ankommt. Die Post, die zu erledigen ist, die Fälle, die zu erledigen sind. Ich wurschtel einfach meinen Kram durch und das war's. Mehr ist da nicht. Aber interessant, wir hatten ja zuvor noch gesagt, so dieses Thema Strategien. Wer weiß, was bei dem für Strategien sind, dass er sich das so auferlegt hat, ne? Ja, genau. Also, oder vielleicht ist es auch, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Also, das wäre ja auch mal interessant. Ne? Also, vielleicht sagt er das ja nur, weil er denkt, dass das sinnvoll ist, lebt vielleicht auch oft danach, aber vielleicht macht er in Tiefen seines Inneren, ist er auch nur ein kleines Kind, was gerne Fußball spielt. Und das andere hat er nur gelernt, das zu erzählen. Also ich weiß ja, wie willst du sowas auseinanderhalten? Also wenn mir Leute so erzählen, sie sind von irgendwas angetrieben, ich halte es immer für schwierig. Ich kann damit nichts anfangen mit so Strategien und was mich antreibt und so. Oder nehmen wir an, Leute, weiß ich nicht, in Deutschland sind aus dem Krieg gekommen, haben sich ein Häuschen irgendwo auf dem Land, ein winzig kleines gebaut. Der kleine Mark hat dann da Zwiebeln für die gewendet, damit die Zwiebeln trocknen, ja. Und dann
können die natürlich erzählen, mich hat angetrieben, dass ich eine friedliche, stabile Welt haben möchte, nachdem ich das Chaos und Krieg gesehen habe. Aber vielleicht hätten die genau dasselbe ohne Krieg auch gemacht. Ich meine, woher willst du das denn wissen? Weil du das Alternativszenario quasi ja nicht kennst, ne? Ja, eben. Mhm. Also meiner Meinung nach ist das alles eigentlich eine Persönlichkeitsfrage. Du hast irgendeine Persönlichkeit und die Persönlichkeit, die formt sich dann in der Zeit, in der du lebst, irgendwie aus. Und ich glaube da nicht dran, an dieses Feuer und an die Strategien und an das Ganze. Also das zu durchbrechen, was du beruflich mal gemacht hast oder immer noch machst, also dass du eine dysfunktionale Vorstellungsweise, eine kaputte Vorstellungsweise, dass man die entlarvt oder rausarbeitet, das ja. Aber wenn du dann angekommen bist in der Welt, in der du das, was du gerne tust, wirklich gerne machst und dabei glücklich und zufrieden und happy einfach bist, das weiß ich nicht. Das ist einfach eine Persönlichkeitsfrage, glaube ich. Vermute ich. Ja, ich finde das eben so spannend, mit dir darüber zu sprechen, weil deswegen habe ich auch dieses Zitat gewählt. Also ich hoffe, dass es auch richtig ist, das Zitat. Ich habe extra mal eins rausgesucht. Nee, das ist richtig. Dass du das ja auch wirklich sehr, ich hoffe, das klingt jetzt nicht despektierlich, aber auch sehr, sehr sachlich siehst. Also nicht so hyperinterpretierend, sondern einfach sehr, sehr sachlich die Dinge angehst. Ist das richtig in meiner Wahrnehmung oder würdest du es anders beschreiben? Klar, ich interpretiere überhaupt nichts, weil ich meine, was soll das? Was bringt das? Du hast Tatsachen, Messungen, Zahlen und einfach die Informationen, die gerade vorliegen. Und dann kannst du halt überlegen, ob du mehr Informationen brauchst oder sonst irgendwas. Aber alles Interpretative finde ich immer unglaubwürdig irgendwie oder durchsetzt von anderen Sachen. Also ein klassisches Beispiel, ich war mal dabei bei einer großen Sitzung, als genetische Fingerabdrücke eingeführt wurden und dann man sich gefragt hat, ob die Datenbanken vernetzt werden sollen mit Belgien. Von mir aus auch Tschechische Republik, Polen, aber damals ging es eher um die westlicheren anliegenden Länder, Frankreich. Weil natürlich, sonst brauchst du nur über die Grenze gehen, wenn du irgendeine Straftat begangen hast und dann bist du schon nicht mehr in der DNA-Datenbank drin gewesen und dann werden deine biologischen Spuren nicht zugehört worden. Und die haben da alle geredet und geredet über Ethik und Moral und Gesetze und dies und das. Und ich so, ey, lass uns doch einfach gerade stehen als Menschen und sagen, wir wollen das und dann haben wir halt eine DNA-Datenbank unter den Bedingungen oder wir wollen es nicht. Was soll das ganze religiöse und philosophische Geschwafel? Das ist doch, entweder stehen wir gerade dafür und möchten das oder nicht. Und für beides kann man gerade stehen und man kann auch ganz viele Gründe haben, aber da muss man jetzt nicht eine 20-stündige Diskussion rumführen. Das lässt sich doch ganz klar sachlich begründen, was dafür und dagegen spricht. Und natürlich ist die Entscheidung am Ende, ist dann halt demokratisch oder politisch oder sonst irgendwas, das ist schon klar. Man kann nicht immer aus einer Zahl eine perfekte, sachliche, roboterhafte Entscheidung ableiten. Mhm. Aber jeder Einzelne kann doch jetzt hier kurz eine sachliche Position vertreten und dann hat sich die Sache. Also wozu muss man da auf Gedankengebäude zurückgreifen und wie gesagt interpretieren und auslegen, wonach du gefragt hast? Also ich weiß nicht, da bin ich zu stumpf für. Ich bin da einfach zu, weiß ich nicht, ich kann das nicht. Was ja auch häufig auch mal wohltuend ist. Wenn wir Menschen in unserer Umgebung haben, die es vielleicht auch einfach mal ein bisschen nüchterner betrachten und nicht 500 Sachen in eine Sache interpretieren können. Keine Ahnung, ja. Wäre natürlich schön, wenn das so wäre, ja. Jetzt bin ich natürlich total gespannt, was du auf die ganzen anderen Fragen antworten wirst, denn die sind wahrscheinlich für dich eher so die abgedrehtere Kategorie. Die zweite ist direkt und das ist ein bisschen, Wenn du morgen aufwachst, und du könntest jetzt eine neue Fähigkeit auswählen oder irgendeine Superkraft. Welche wäre es? Welche würdest du auswählen? Gar keine. Also ich finde, Menschen haben so viele Superkräfte, zum Beispiel, dass sie so sozial sich so stark vernetzen können und da auch ein großes Interesse und Spaß dran haben. Also Klassiker wäre, kommst du rüber zum Bier, wir machen eine Gartenparty und dann kommen noch irgendwelche anderen Leute und so. Und das mögen Menschen, die meisten. Oder sehr schwierige Wirtschaftsabläufe miteinander vernetzen, die man so als normaler Mensch eigentlich gar nicht mitbekommt. Ganz kompliziert oder auch Finanzabläufe überhaupt, um zu verhindern, dass es wieder solche Abstürze und Rezessionen und Black Fridays und sowas gibt. Ich meine damit nicht den Einkaufsfreitag, sondern den, wo das ganze Wirtschaftssystem zusammengebrochen ist. Oder wo als der Präsident zum Beispiel, ich glaube Roosevelt war das, diese Ansprache gehalten hat und gesagt hat, Geld sozusagen, also jetzt frei wiedergegeben, so nicht wörtlich, Geld und das ganze Geldsystem und die Wirtschaft beruht auf Vertrauen. Wenn sie jetzt ihr Vertrauen uns allen entziehen, dann wird das alles nichts mehr. Mhm. Und dass das dann auch funktioniert, da hast du diese Mischung aus Wirtschaft, sozialen Zusammenhalt,
eine, wie soll ich sagen, eine Ansprache, aber auch ein bisschen, wie soll man das nennen, ans Gewissen oder an die Verantwortung oder so. Das ist total abgefahren. Also mehr Superkräfte braucht kein niemand. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Jetzt hast du ja relativ viel Kenntnis auch aufgrund der Forensik. Jetzt ist natürlich so dein Schwerpunkt aus dem Insektenbereich. Was würdest du denn aber sagen, was ist denn so mit die größte Power neben dem, was du erwähnt hast, die wir Menschen tatsächlich haben, aber uns vielleicht gar nicht so bewusst machen? Ja, das, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube, wenn du nicht viel mit Lebewesen und anderen arbeitest und dann die verschiedenen sozialen Zusammenlebensformen siehst, du kannst ja auch sehr sozial zusammenleben, indem du dich fernhältst von der Gruppe. Da gibt es ja sehr viele Beispiele von Tieren, die sich nur mal zusammentun, ganz kurz und dann wieder nicht. Das funktioniert ja alles. Dann gibt es diese berühmten staatenbildenden Tiere, wo dann jeder mit Respekt und als Vorbild für Menschen vielleicht drauf guckt, bei Ameisen oder bei Bienen oder sowas teilweise, oder andere staatenbildende Tiere. Aber das Mensch, also dass das bei Menschen in der vorhin genannten Weise so gut funktioniert eigentlich und auch besser als man eigentlich meint und als man sich das klar macht. Die meisten haben halt keine Lust in betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche, finanzwirtschaftliche, aber von mir aus auch forstwirtschaftliche, biologische, es ist total egal, beliebige andere benachbarte Gebiete so reinzugucken. Aber wenn du das mal ab und zu machst, so wie ich das auch gezwungen bin, beruflich oder auch aus Neugier, dann mehr, wie gesagt, mehr Superkraft als dieses Hypersoziale gibt es nicht. Das ist das Beste, was dir passieren kann, finde ich. Ja, vor allem interessant, weil du ja ganz andere Beobachtungswerte hast, die ja andere, wie ich jetzt zum Beispiel, ja gar nicht habe. Also ich könnte das jetzt gar nicht abgleichen miteinander. Und dann fällt uns das ja erstmal auf, oder beziehungsweise ja, genau. Dir. Ja, ist auch wirklich so. Also gerade, ich habe ja auch keine Ahnung von Finanzwirtschaft, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder so, aber wie gesagt, ich komme dann damit in Berührung und gucke es mir an. Zum Beispiel, weil ich höre zum Beispiel jetzt derzeit seit März 2020, also seit Corona angefangen hat, eigentlich nur noch britischen Swing, so aus den, sagen wir mal, vielleicht manchmal noch 20ern und dann bis 30ern, ganz so maximal bis Ende des Krieges. Also sehr, sehr eingeengt. Und da kommst du halt mit allen möglichen Storys in Berührung. Und dann fuchse ich mich da schnell rein und gucke mir das mal an. Aber es läuft halt immer darauf hinaus, dass Menschen eigentlich super viele Superkräfte haben. Ich kann mal ein Beispiel aus dem Krieg sagen, aus dem Zweiten Weltkrieg. Das wusste ich gar nicht. Die Engländer, die hatten ja das Problem, dass sie eigentlich nicht so gut aufgestellt waren für den ganzen Krieg. Und beinahe werden ihnen das auch um die Ohren geflogen. Also durch reinen Glück sind denen nicht die ganzen Truppen, wie man damals gesagt hat, vernichtet worden. Dass da aus unerklärlichen Gründen, da gab es zwar eine kleine Wettereinwirkung, aber eigentlich hätten die Deutschen die also komplett platt machen können und dann wären die Engländer nahezu ohne Verteidigung dagestanden. Da gab es dann die berühmte Aktion, wo die alle wieder zurückgeholt wurden nach England. Da gibt es auch Filme drüber und so. Und diese ganzen Abläufe mal zu verstehen, auch aus politischer Sicht, aber eben auch aus wirtschaftlicher Sicht, aus militärischer Sicht, wovon ich habe ich von allem überhaupt null Ahnung von, das kann eigentlich jeder. Also wenn du Lust hast und einfach mal Spaß hast, solche Anknüpfungsstellen dir auszugucken oder auch bei einem Gespräch, zum Beispiel, ich habe einen Freund, der arbeitet beim Kartellamt, ne? Und dann habe ich den irgendwann mal gefragt, sag mal, wie funktioniert eigentlich Geld? Ich verstehe nicht, wie Geld funktioniert. Hat er gesagt, ja, okay, du kannst die kurze oder die lange Antwort haben, ne? Also oft liegt es auch nur daran, dass du einfach mal jemanden fragst, der sich mit irgendwas auskennt, was du aber für eigentlich totlangweilig hältst, ne? Also das kann jeder eigentlich, ne? Und dann, oder meinetwegen, viele Leute hätten vielleicht eher Spaß im Filmbereich. Zum Beispiel jetzt haben wir gelesen, die Black Widow, also Scarlett Johansson, die verklagt also ihre Firma, weil der neue Film Black Widow ist also auch auf Streaming-Portalen erschienen und sie sagt, also ihr schuldet mir jetzt ein paar Millionen oder was nicht, also wirklich sehr, sehr hohe Geldsummen, weil nur vereinbart war, dass es im Kino läuft. Und dann sagt der Verleihfirma, ja, witzig, es war aber Corona. Ich meine, wie sollte man das in Kinos laufen lassen? Und da kannst du dir das anhören und sagen, ach, was für eine skurrile Meldung, die streiten sich um Geld und so, die Reichen und Schönen. Aber du kannst auch mal fragen, was da jetzt tiefer dahinter steckt. Also jeder, der Spaß daran hat von euch, kann das auch machen mal. Kann ich echt empfehlen. Ja, ist eigentlich das, was vielleicht auch häufig zu kurz kommt, ne? Das weiß ich nicht, das ist eine Frage der Neugier und des Interesses, aber ich denke, du wirst mit Erstaunen feststellen, egal aus welcher Ecke du kommst, die Superkraft der Menschen ist dieses Hypersoziale. Gibt es bei dir in deinem Leben eine Sache, die du gerne rückwirkend verändern würdest?
Also können auch Kleinigkeiten, es muss nicht immer direkt so was Großes sein, dass man so einen Butterfly-Effekt erzeugt, sondern... Das ist aber leider genau das Problem. Also ich komme aus einer Zeit, in der das ja sexy war, also dieser Butterfly-Effekt und auch Mandelbrotmengen, also diese sich selbst immer wiederholenden Figürchen und so, die auf einer super leichten Formel beruhen. Also das ist unfassbar, ihr könnt das ja mal googeln, diese Julia-Mengen und Mandelbrotmengen, die Formel ist so simpel und sie bildet alles ab, was wir kennen. Jedes Flussdelta, was jemals entstanden ist, jede Bergkettenformation, die jemals entstanden ist, jeder Baum, der jemals entstanden ist, komplett abgebildet in diesen kinderleichten Formeln. Das ist unfassbar. Und deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig mit irgendwas ändern. Also ich rede jetzt gar nicht von diesem Zurück in die Zukunft, von dem scheinbaren Logikproblem, was passiert, wenn meine Mutter nie geboren wird oder so. Das ist eigentlich auch relativ leicht lösbar, das ganze Problem, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern jetzt auf das Wirkliche, also das, was du jetzt fragst, was ich in meinem Leben ändern könnte. Also ich würde da echt die Finger von lassen, echt. Weil egal, ob du Butterfly-Effekte für sinnvoll, glaubwürdig, vernünftig, berechenbar oder sonst was hältst, also ich glaub an den Moment. Du kannst in dem Moment, in dem du was machst, kannst du was machen oder es bleiben lassen und das war's. Ich glaube noch nicht mal daran, viele Leute sagen ja, das Einzige, was du ändern kannst, ist die Zukunft und die Gegenwart, aber noch nicht mal daran glaube ich. Ich glaube, das Einzige, was du ändern kannst, ist dieser Moment, der jetzige Moment. Deswegen lass die Finger davon von allem an. Es gibt nur Chaos. Ich weiß nicht mehr, ob du vielleicht was von dieser Untersuchung gehört hast, in der man überprüft hat, wenn man einem Menschen die freie Entscheidung gibt. Also man hat das in so einem MRT gemacht, beziehungsweise CT, sorry, und hat halt geguckt, wie reagiert das Hirn, wenn der Mensch eine Entscheidung trifft, hat ihm so links und rechts zum Ball gegeben und er sollte sich einfach entscheiden, ob er den linken oder rechten drückt. Das Interessante war, man hat im CT 7 Sekunden vorher gesehen, welchen er drücken wird. Und als er den Gedanken gefasst hat, quasi war die Entscheidung schon sichtbar am CT und er dachte, er hätte jetzt den freien Willen, also die freie Entscheidung gehabt. Ja, das ist wahrscheinlich eher im FMRT gemacht worden, vermutlich. Diese FMRT-Sachen, die haben das Problem, also das stimmt, die Studien kenne ich auch, das wird auch mit Jucken gemacht, also da kriegst du so Histamin oder sowas und dann entscheidest du dich, ob dich kratzt oder nicht kratzt zum Beispiel, das kann man auch vorher sagen. Es gibt da aber immer so ein bisschen das Problem, ist das eigentlich jetzt richtig ausgerechnet? Ne? Du kannst ja auch einen toten Lachs, das ist auch eine Studie, eine echte, ins FMRT legen, dann siehst du natürlich auch irgendwas. Mhm. Also da würde ich mich was dieses, also ich bin bei der Seite, die du auch schilderst, also ich bin überzeugt davon, dass das schon vorher im Gehirn abgebildet ist, weil irgendwie muss der Entscheidungsprozess ja stattfinden. Also das ist ja auch schon aus gehirnbiologischen Gründen zwingend notwendig, dass sich das aufbaut anhand des Abgleiches mit deinen Ängsten, deinen Erinnerungen, deinen Hemmungen, deinen Hoffnungen und allem, was im Gehirn halt so gespeichert ist. Aber das ist für mich noch nicht so ein starker Beweis dafür, dass es freien Willen gibt oder nicht gibt, weil da könntest du als Biologe jetzt immer noch sagen, ja gut, ist ja klar, dass das irgendwie im Gehirn aufgebaut wird und dann siehst du es halt im FMRT vorher. Ich meine, warum nicht? Mhm. Aber natürlich ich würde viel weiter gehen. Ich würde sagen, natürlich, wenn du freien Willen als das ansiehst, also als diese Zusammenstellung der Gehirnaktivitäten oder was auch immer und Einflüsse in deinem Leben, dann gibt es natürlich tatsächlich keinen freien Willen. Das ist schon richtig. Ne? Also du kannst das immer zergliedern in die lebensgeschichtlichen, wenn du so willst, auch psychologischen oder gehirnbiologischen, das kannst du jetzt nennen, wie du willst, Vorgänge zergliedern kannst du es immer. Die Frage ist halt, ist das wirklich eine Widerlegung des freien Willens? Weil sagen wir mal, wenn du jetzt jetzt haben wir gerade große Umweltprobleme, ja, und du möchtest jetzt gerne was tun und dann liest du da was drüber und lernst, also meinetwegen pflanzliche Ernährung hilft viel und ÖPNV benutzen hilft viel und anderen Stromanbieter benutzen hilft viel und so. Ich meine, das ist doch dann egal, ob du das jetzt gehirnbiologisch zerlegst, wie diese Entscheidung entstanden ist oder nicht. Dadurch, dass halt meinetwegen zum Beispiel dein Verbindungssystem zwischen Erinnerungen, Hemmungen und dem, was du gerade fühlst und empfindest und deine Ängste in der Amygdala und im limbischen System und so weiter oder deine frontalen Dinge, also die uns so besonders menschliche Entscheidungen machen lassen. Ich meine, was ändert das daran? Am Ende hast du dich dann halt für was Umweltfreundliches entschieden, dann ist das halt so. Also was ändert sozusagen das Etikett, das war jetzt eine freie Entscheidung oder eine nicht freie Entscheidung? Also ich sehe das relativ entspannt. Also wenn du mich fragst, als Biologe, es gibt keinen freien Willen, ja, weil du es immer zerlegen kannst. Es ändert aber nichts daran, dass ich mich trotzdem vernünftig verhalten kann, weil den Spielraum habe ich noch. Und ob der, wie frei der ist, spielt dabei keine Rolle. Also verhalte dich trotzdem vernünftig und basta.
Ich bin nämlich jetzt gerade so drauf aufmerksam geworden, als du ja gesagt hast, ja, ich kann irgendwie so meine Gegenwart oder Zukunft beeinflussen. Und das ist ja genau deswegen habe ich so gedacht, komm, ich spiele dir das jetzt mal zu, weil ich bin total gespannt, was du dazu sagst. Nur die Gegenwart kannst du beeinflussen. Mit der Zukunft wäre ich, wie gesagt, vorsichtig. Ne? Genau. Und das ist echt der entscheidende Punkt. Also schon interessant, was uns da eigentlich denkt oder handeln lässt, ne? Ja, genau, das ist super spannend. Ich habe ja so einen Wissenspodcast, den ersten deutschen Wissenspodcast, den es überhaupt gab, weil durch Zufall allerdings, weil der öffentlich-rechtliche Sender das dann als Podcast angeboten hat. Und da haben wir ständig solche Themen. Das findet jeder total spannend. Also das läuft samstags morgens die Redakteure dürfen auch ihre Wünsche da äußern, was ich da vorstellen soll als gerade neue Studie. Und solche Gehirnstudien werden da, die lieben, also das ist mit Sicherheit das, was am häufigsten in den letzten mehr als 20 Jahren gewählt wurde. Das findet jeder total spannend, ja. Genial. Wie viel ist so vom Hirn wirklich erforscht worden? Hast du da so eine prozentuale Menge? Ja, das ist natürlich, du kannst natürlich immer eine neue Frage anknüpfen, ne, auf menschlicher Neugier. Also ich würde sagen, es ist wesentlich mehr bekannt, als wahrscheinlich das Menschen wissen, die, sagen wir mal, das letzte Mal vor 5 Jahren das Spektrum der Wissenschaften gelesen haben oder die Nature oder die Science oder irgendwie den Wissensteil von irgendeiner Frankfurter Allgemeinen oder von der Zeit oder so. Also das ist tatsächlich so, wie man das immer hört. Der Wissenszuwachs ist also, der geht also in so einer Kurve, die immer schneller wird, hoch. Und ich war das letzte Mal als Ehrenredner, so als geladener Festredner sozusagen, bei der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft, die sich mit so Nervenübertragungssachen hauptsächlich im Gehirn, aber auch woanders im Körper befasst. Und da war ich mega geflasht. Also da habe ich mich einfach mal hingesetzt in die letzte Reihe, bevor ich dann dran war und habe dann selber mal zugehört, was die anderen so erzählen. Da dachte ich mir so echt super krass. Also wenn du ein Jahr verpasst oder 2 Jahre, dann das ist so wie, als ich studiert habe, wenn du 20 Jahre verpasst hättest. Das ist also wirklich so messbar. Und deswegen würde ich sagen, es ist super, super viel gemessen. Und das Wichtigste ist auch bekannt, auch im Bereich von Traumaforschung zum Beispiel oder von Hemmungen oder von Demenz. Also da ist eigentlich auf der Ebene dessen, was du im Mikroskop sehen kannst, bis zu der Ebene, was du nicht mehr im Mikroskop sehen kannst, was du nur noch chemisch oder so nachweisen kannst, da ist eigentlich schon, das ist solide erforscht. Also so, dass man damit echt gut arbeiten kann. Mhm. Also ich kann mal ein praktisches Beispiel sagen. Zum Beispiel, ich war mal bei der letzten Tagung der Leute, die, wenn du Psychosen hast, das ist die schwerste psychische Erkrankung, die du haben kannst, Schizophrenie, Psychosen, die arbeiten damit mit einer ganz alten Technik, mit Psychoanalyse. Das ist eine sehr, sehr, sehr alte Technik. Und da ist es zum Beispiel so, dass bei dem Kongress sind die Jüngeren, die da waren, haben nur noch ihren gehirnbiologischen Vortrag gehalten und haben sich die psychoanalytischen Sachen nicht mehr angehört. Also es ist für die unerträglich. Also die sagen, ey Leute, wirklich, wir können jetzt nicht mit Wissen von Sigmund Freud, der das angefangen hat, und seinen Folgekollegen und Kolleginnen gehen, da haben wir echt keine Lust mehr. Also die sind wirklich einfach gegangen. Also ganz, wie soll ich sagen, also ich würde sowas niemals machen. Ich würde dann sagen, hör dir doch wenigstens mal an, was die anderen zu sagen haben. Ist doch total spannend. Aber die Jüngeren sagen, nein, also Psychosen kann man nicht mit Psychoanalyse behandeln. Haben wir, also einfach, das ist nicht erträglich. Wir gehen jetzt. Und so bin ich halt nicht. Ich kann es aber verstehen, weil die aus einer Zeit kommen, wo die eben diesen extrem schnellen Wissenszuwachs im Bereich des Mikroskopischen und Chemischen sehen. Und da kannst du das auch nochmal dran erkennen. Also als kurze Antwort auf deine Frage, wie gut ist das Gehirn untersucht? Für das, was uns im Alltag interessiert, sehr, sehr, sehr gut. Gibt es noch super viel zu erforschen? Ja, klar. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Antwort zur nächsten Frage. Was ist das Wertvollste? Vielleicht nerven dich auch superlativ Fragen, aber ich stelle sie einfach gerne. Ja, ja. Was ist das Wertvollste, das du je in deinem Leben gelernt hast? Kannst du nicht wissen, kann man nicht. Gibt es keine Antwort drauf. Also, keine Ahnung. Also sagen wir mal so, es gibt ja mal Sachen, die sind vielleicht überraschend. Also ich kann dir mal ein Beispiel sagen, was überraschend ist. Also ich bin ja im Vorstand von so einem ASPI-Verband oder nicht nur ASPIs, auch für stärker ausgeprägte Autisten, die also irgendwo im Spektrum sind. Aber die Leute im Verband sind natürlich nicht so stark ausgeprägt, weil wenn du tiefer im Spektrum bist, kannst du natürlich nichts mehr sozusagen leisten, pünktlich und so. Das funktioniert natürlich dann alles nicht. Und ich fand das schon interessant, mit sehr vielen Leuten was zu machen. Und ich bin dann dazu übergegangen, wir machen sehr viele Quatschvideos. Also Menschen, die Autismus haben, können zum Beispiel keine Sprichworte und die haben sehr starke Nahrungsabneigungen, zum Beispiel
Also ich habe eine Freundin, also jüngste Studierende, die mag es zum Beispiel nicht, wenn du was Knuspriges hast, wo du eine Soße drauf tust, was viele Leute aber geil finden. Also sagen wir mal, du hättest einen Apple Crumble, da tust du gerne Vanillesoße drauf. Ja, das kann die, das geht nicht, das kann die nicht essen und es geht nicht. Und dann habe ich ihr die Soße abgeluchst, immer, weil ich gesagt habe, ich esse sie dann so, ne? War auch nett gemeint, dass die nicht übrig bleibt. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, sag mal, würdest du denn die Vanillesoße essen? Und dann sagt sie mit völlig klarem Blick, nachdem ich ihr die geklaut habe, sagt sie, ja klar, ich liebe Vanillesoße. Und ich so, ah, ey, fuck, ne? Dann hast du ja die ganze Zeit die Vanillesoße weggegessen. Die magst du nicht zusammen. Ja, also sie hätte die dann später gegessen. Auf die Idee bin ich aber gar nicht gekommen. Und solche kleinen Sachen sind das immer. Oder meine Frau zum Beispiel, die, also die, viele Aspis mögen, können keine Pfirsiche, die mögen keine Pfirsiche, weil die außen so pelzig sind. Also ich meine jetzt nicht Nektarinen, sondern Pfirsiche. Und innen aber so saftig und süß und weich. Das mögen die nicht. Und dann habe ich zu meiner Frau mal gesagt, aber du, warum isst du denn Pfirsiche? Weil manchmal isst sie welche. Hat sie gesagt, weil ich die eigentlich ja mag. Und dann mache ich das so, das Pelzige drücke ich gegen meinen Gaumen, sodass das nicht mehr pelzig ist, weil das so fest dagegen gedrückt ist. Und dann kriege ich das hin mit dem Essen und so. Also solche Kleinigkeiten finde ich immer total geil, weil die daran merkst du halt, wie Menschen im Allgemeinen, das hat jetzt mit Aspis gar nichts zu tun, total viele Dinge haben, die sie auch im sexuellen Bereich oder im irgendeinem verrückten Bereich, auf den du überhaupt nicht kommen würdest, wo sie eigentlich total gute Lösungen haben, aber es hört nie einer zu und es fragt auch nie einer nach. Oder man denkt, man hat schon eine Lösung dafür und die ist aber in Wirklichkeit total scheiße, weil du dann demjenigen die Vanillesoße die ganze Zeit wegnimmst. Ne? Also deswegen einfach anderen Leuten zuhören und mal gucken, was die so machen und überhaupt keine Annahmen machen. Also zum Beispiel im Sexuellen, weil ich das vorhin kurz gesagt habe, da bin ich auch sehr viel unterwegs und gebe so Fortbildungen, wie man sich nicht umbringt beim Sex, nämlich indem man es einfach nicht alleine macht, wenn man was Gefährliches macht, sondern mit anderen zusammen. Und das ist unheimlich nachgefragt, hätte ich niemals gedacht. Also da werde ich dauernd angefragt nach, ob ich das nicht wieder irgendwie machen kann, weil kein Forscher oder jemand, der sich da reinfuchst in das Thema, halt in so einem Subkulturkontext auftreten will, ne? Also wirklich, ich kenne nicht eine einzige Person, die das dann macht und dann in irgendeinen BDSM-Keller in Berlin geht oder auch gerade jetzt bei Zoom während Corona das dann auch öffentlich macht. Das kann ja jeder abfilmen und, ne, und dann öffentlich machen. Und also einfach zuhören, mal gucken, was die Leute fragen. Ja, das wäre, also wenn du jetzt das Wichtigste willst oder das Wertvollste, ist wirklich unbefangen den anderen zuhören, aber wirklich unbefangen. Also nicht das, was man denkt, was unbefangen ist, sondern wirklich fragen, warum hast du das jetzt wirklich gemacht? Oder erzähl es doch mal wirklich aus deiner Sicht. Oder ich habe zum Beispiel auch während Corona für BMX, das ist eine Vereinigung für Body Modification und Piercing und Tattoos und alles Mögliche. Für die habe ich mal, weil die ja alle auch sehr starke Körperveränderungen machen, ne? Ich habe auch von denen einen Chip eingepflanzt und Magneten eingepflanzt und dies und das und so. Und die machen schon sehr extreme Sachen. Aber dann habe ich gesagt, okay, das wollen wir doch mal sehen, ob ihr wirklich unbefangen sein könnt. Und habe dann eine Frau, befreundete, ja, wie soll man das nennen? Die arbeitet so in der Sexindustrie, mehr so auf der Produktionsseite. Und einer, der unbedingt Hoden aus Marmor haben möchte. Und habe mit denen mal geredet für diese BMX-Konferenz darüber, wo die Probleme liegen, dass man das vernünftig gemacht kriegt. Weil immer alle sagen, ja klar, machen wir schon, aber dann am Tag, wo er da mit dem Marmorkugeln da steht, will es dann doch keiner machen. Und ob das nicht schlauer ist, das von einem Arzt oder einer Ärztin machen zu lassen, aber wie kriegt man den Arzt oder die Ärztin dazu? Weil ich habe da schon eine Veröffentlichung zugemacht, da war ich noch in New York in den 1990er Jahren. Da hatte eine, ich kenne die Frau, die sich als Zweite auf der Welt die Zunge hat spalten lassen. Das ist eine Freundin von mir, die Essie. Und dann habe ich das in einer rechtsmedizinisch-pathologisch-forensischen Zeitschrift veröffentlicht, ist auch online. Und die hat zum Beispiel einen Arzt überzeugt mit den Worten, wenn Sie es nicht machen, mache ich selber, so wie die erste, die es gemacht hat. Die hat es nämlich mit einer Fischleine, einer Angelschnur gemacht. Und dann hat der Arzt gesagt, okay, bevor Sie das jetzt mit der Angelschnur machen und über im Laufe von 2 Monaten die Angelschnur immer dicht dazu ziehen, dann mache ich sie halt mit dem Laser vernünftig. Ne? Und dann sind wieder andere Probleme aufgetreten. Also das Wichtige ist, lass dich selber einfach raus, wenn du nach dem Allerwichtigsten fragst. Es geht nicht um dich, wenn die Leute verrückte Sexsachen machen, Body Modification, Autismus haben, Depressionen, Psychosen. Es geht nicht um dich. Das interessiert keinen, was jetzt deine Meinung, Einschätzung, Weltanschauung oder sonst was dazu ist. Es interessiert nicht, sondern wenn du dich darum kümmern willst, was lernen willst, dann hör den anderen einfach zu und geh so weit, wie die mit dir gehen möchten und nicht so weit, wie du gerne mit denen gehen möchtest oder was einen schönen Artikel gibt oder einen schönen Bericht oder einen schönen Podcast, sondern entweder du willst was lernen oder du willst
irgendein Ziel verfolgen. Und meiner Meinung nach das Wichtigste ist, eben was zu lernen, weil das dann auch sehr vielen Leuten nützt und du auch einfach was gelernt hast. Marc, ich finde es so interessant, weil das ist genau das, was wir vor dem Podcast besprochen haben mit diesen Strategien. Also um die ja zu erfahren, dürfen wir uns so weit wie möglich in die Welt des anderen begeben. Also wenn ich in meiner Coaching-Ausbildung genau das unseren Teilnehmern nahebringen möchte, ist es genau der Punkt. Erst verstehen, dann verstanden werden, weil es geht nicht um einen selbst. Und aktives Zuhören ist ja auch so eine fucking Methode, die aber immer irgendwie charakterlos ja bleibt. Das hat mal Stephen Covey so schön gesagt. Von dem ist auch erst dieses erst verstehen und dann verstanden werden. Und ich finde genau, das ist der Punkt, weil wir interpretieren immer ganz viel rein, meinen jetzt, oh ja, irgendwie toll, aktiv zuhören und so. Anstatt mal wirklich uns einzulassen auf diese Welt, so, wie kommt es dazu, dass du das tust, was da ist oder was möchtest du gerne oder was auch immer wir dazu fragen können. Ne? Ja, aber es ist halt so eine Sache, wenn das eine therapeutische Funktion haben soll, da bin ich allerdings dann auf der Seite, geh lieber nach Manual vor, weil andernfalls ist es halt so, dass du den schlechten Coaches, von denen es ja auch massenhaft welche gibt, dich auslieferst. Also da muss ich sagen, wenn du ein therapeutisches Ziel haben solltest, das muss ja nicht der Fall sein, aber wenn es ein therapeutisches Ziel oder wenn du merkst, das ist, könnte eventuell da eine Rolle spielen, dann halt dich strikt an die wissenschaftlich erforschten, wenn es verblindet kann man es nicht nennen, aber soweit es geht, verblindeten Studien und halt dich streng ans Manual. Also das habe ich auch von den Psychologen, Psychologinnen, die auch praktizieren dürfen, also die entsprechenden Ausbildungsstand haben, also nicht einfach die Psychologie studiert haben oder so, sondern die auch wirklich die komplette Ausbildung nach allen Maßstäben, die weltweit anerkannt sind, durchgeführt haben, ist halt die sicherste Sache ist das Manual, weil das spiegelt den Stand der Forschung wieder. Also da, ich stimme dir zu, das ändert nichts an dem, was du sagst. Ich würde nur große Vorsicht walten lassen, wenn in Wirklichkeit halt durchaus es nicht reicht, deine Sicht auf die Welt zu ändern oder so, was du mit Coaching halt gut erreichen kannst oder diese strategischen Sachen, sondern wenn in Wirklichkeit was psychisch drunter liegt, weil ich kenne gerade im Coaching-Bereich auch unfassbare Finanzabzockerei, unfassbares Ausbeuten von der psychischen Schwäche von anderen Leuten. Also da braucht, also man sollte beides wissen. Also das, was ich mache, ist untherapeutisch, kindlich, offen und führt zu was auch immer es führt. Aber es ist niemals therapeutisch. Es hilft vielen Leuten, weil sie dadurch Fehler vermeiden können. Aber eine Therapie ist ja nicht dazu da, dir hauptsächlich beim Fehler vermeiden zu helfen, sondern halt eine gute, zu dir passende Lebensmöglichkeit zu finden. Also Coaching steht deswegen sozusagen dazwischen und du musst wahrscheinlich 1000-mal mehr aufpassen beim Coachen als ich, weil ich gehe einfach mit. Fertig. Auf jeden Fall. Also das ist wichtig, auch vor allem, wo die sind die Grenzen und wo fängt eine Heilbehandlung an und wo ist die Überleitung extremst notwendig. Genau, und das Problem habe ich nicht, weil ich behaupte nicht, dass ich eine Heilbehandlung durchführe. Ich behaupte auch nicht, dass ich coache, sondern ich sage nur, du willst mir das zeigen, okay, komme ich halt mit, fertig. Eine Frage muss ich jetzt auch stellen mit diesen Marmorhoden, ja, das geht mir gerade nicht aus dem Kopf. Zusätzlich zu den Hoden oder... Nee. Nee, entfernt, also die Hoden entfernen und dann ersetzen dadurch. Und er hat es dann natürlich auch gemacht mit einer Freundin, das hat natürlich sich dann entzündet und ist dann, die Freundin hat es auch nicht so gut verkraftet und so. Und dann haben wir überlegt, okay, wer könnte das professionell vernünftig machen? Und da ist es halt für mich interessant, dass mal jenseits des, worüber wir vorhin schon geredet haben, eben gerade mal nicht nach Juristerei, Ethik, Moral oder sonst was zu fragen, Religion, sondern jetzt nur mal erstmal beim Problem zu bleiben. Weil ich meine, das nützt der Person halt auch nichts, wenn du da tausende von, wie du das vorhin genannt hast, Interpretationen drauflegst, weil das ist nicht das Problem, weil wir kennen ja die Leute, die, stell dir das vor, sagen wir mal, du bist hetero, ja? Dann bist du schon mit 8 hetero gewesen, ja, im Lebensalter von 8. Das kann dann überformt gewesen sein und meinetwegen, du hast gedacht, das wäre anders, aber es formt sich in vielen Dingen aus, die gut messbar sind. Und so ist das halt leider auch mit den Dingen, die sich schräg anhören. Also wenn einer halt auf sowas steht, dann hat er diese Fantasie wahrscheinlich auch schon, seit er sehr, sehr klein ist. Und wir sehen das halt dauernd und deswegen musst du da halt willens sein, das einfach so zu nehmen, wie es ist. Ne? Und das war eben die große Frage. Also wie kann man das jetzt so machen, dass der das dann nicht doch heimlich in der Gartenlaube macht, so wie es nämlich dann passiert ist. Das ist natürlich dann passiert. Oder wie die Kinder, wenn die Mama sagt, du sollst nicht rauchen, dann rauchen sie halt da, wo die Mama es nicht sieht. Ne? Und ab einer bestimmten Grenze ist es dann halt so, dass die Menschen sich dann dadurch aber auch gefährden können. Und da ist mir dann
die Bewertung, die soziale Bewertung ist mir dann in dem Moment erstmal egal, weil solange die Person sowieso gar keine anderen Leute schädigt, das ist ja im sexuellen und sonstigen Bereich meistens der Fall, die schädigen ja überhaupt niemanden, nur der Rest der Welt macht den Leuten das Leben schwer. Zum Beispiel aus der internationalen Beschreibung von Krankheiten, da gibt es ja zwei, eine psychiatrische und eine, die von der Weltgesundheitsorganisation viel benutzt wird, die eine heißt ICD und die andere heißt DSM. Und da war das zum Beispiel so, das hat ziemlich lange gedauert, bis man Sachen, die überhaupt niemandem geschadet haben, auch den Personen selber, bis man die endlich mal rausgenommen hat, zum Beispiel das schon genannte BDSM, also irgendwie Dominanz und Submission und Masochismus, Sadismus, solange das der Person selber nicht schadet und der Umwelt nicht schadet und so weiter, wozu braucht man das in der Krankheitsauflistung? Ist total hirnverbrannt. Mhm. Und das ist jetzt auch alles rausgenommen worden. Homosexualität war dasselbe. Homosexualität, das hat auch lang gedauert, bis die rausgenommen wurde. Oder jetzt der große Kampf mit dem Queren, also dass das Gender fluid und so weiter sein kann. Ne? Da wehren sich auch unheimlich viele Leute dagegen. Da sagt man, warum denn? Wenn das doch niemanden stört, warum muss dann da irgendein Krankheitslabel drauf? Das ist doch total bekloppt. Oder ich kann auch noch ein Beispiel sagen, was vielleicht dann eher auch mal im Coaching-Bereich auftauchen kann. Es gibt ja sehr viele Leute, die sehr früh sehr berühmt oder sehr reich werden oder sehr früh eine Firma gründen, das ist jetzt neuerdings so, und dann sehr, sehr früh ausgründen und verkaufen und dann sitzen die auf 30 Millionen Dollar oder sowas. Und ich meine, klar ist das scheiße. Also jeder von uns weiß, dass das nicht gut für dich ist. Ne? Es gibt keinen Lottogewinner in Deutschland und keine Lottogewinnerin. Kein einziges Beispiel habe ich jemals gefunden, wo das gut gegangen ist. Also bitte postet es hier drunter, wenn ihr ein Gegenbeispiel kennt. Ich habe bisher keins gefunden. Ich will nicht recht haben. Ich wäre froh, wenn es anders wäre. Also ich meine es ernst. Bitte postet mir drunter, wenn ihr ein Beispiel kennt. Ich habe keins gefunden. Und auch da ist es natürlich so, du weißt von außen, dass das jetzt für diesen Typen, der jetzt auf seinen 30 Millionen sitzt, dass das mittelfristig dahin führen wird, wo es immer führt, egal ob durch ein Lottogewinn oder durch die Gründung oder so. Aber andererseits, nehmen wir mal an, das ist einer von den Leuten, die sich schon im Alter von 8 gesagt haben, ist mir scheißegal, das einzige Ziel in meinem Leben ist, reich zu werden. Okay, dann let it go, dann hast du dein Ziel jetzt erreicht, dann mische ich mich da jetzt auch nicht ein. Ne? So, da muss man auch lernen, nicht sein eigenes Wissen und seine eigene Meinung damit reinzutun, solange das halt keinen gefährdet oder ernsthafte Schwierigkeiten erzeugt. Ne? Mega interessant, wirklich mega, mega interessant. Kommen wir zur fünften Frage. Was war so dein schwerster Moment oder deine schwerste Phase im Leben und vor allem, wie hast du die gerockt? Augen zu und durch. Also das ist wie bei den Traumaopfern, die wir da haben, keine Ahnung, das Ehepaar, was eh schon so ein bisschen Schwierigkeiten hat, aber jetzt nicht, müsste nicht ernst sein, zieht jetzt das verfaulte Kind aus irgendeinem See. Ich meine, was willst du denn da machen? Also ich meine, gehirnbiologisch, weil wir davon drüber geredet haben, ist schon klar, du musst gute Erlebnisse drüber schreiben. Du darfst also nicht verharren in dem Schock, sondern, oder jetzt hier bei den Fluten, also jetzt ist ja der 9. August 2021, also wenn ihr das mal später hört, also da war in Westdeutschland, gab es starke Überflutungen, da sind viele Leute gestorben, das kam auch aus dem Nichts, hochtraumatisierte Leute, die aus ihrer Sicht alles verloren haben, also besonders jetzt Werte, also Gegenstände, Haus, die ganze Arbeit und Energie, die da reingeflossen ist, vielleicht auch Schmuckstücke, Leben dann natürlich auch von anderen Leuten. Also das ist so ein klassisches Trauma wie im Krieg oder so, wo bums auf einmal dein Kamerad oder deine Kameradin einen Kopfschuss hat, wie in Afghanistan das halt passieren konnte und so. Und du kannst grundsätzlich, egal wie schwer das jetzt für dich ist oder für andere wirkt, das spielt ja gar keine Rolle. Also sobald das so eine Traumaqualität erreicht, auch wenn die anderen nicht erkennen, dass darum geht es gar nicht. Oder auch, wenn jeder andere das erkennt, was meistens schlimmer ist. Zum Beispiel, wenn du Krebs hast und alle um dich herum fangen an zu heulen und du sagst so, also ich habe Krebs, ne? Es nützt mir jetzt nichts, wenn ihr ständig alle heult und mich nicht mehr zum Geburtstag einladet. Also ich weiß jetzt nicht genau, habt ihr da irgendwas falsch verstanden oder so? Also so oder so, du musst dafür sorgen, dass du wieder gute Erlebnisse hast. Und dazu hilft meiner Auffassung nach für mich, ich kann nur für mich reden, ne? Ich kann nicht für andere reden, hilft es halt nur weiterzumachen. Und ein großes Problem bei Trauma, also für die jetzt noch nie mit Traumata zu tun hatten, ist natürlich an Orte oder an Situationen zurückzugehen, die dann besonders schlimm waren. Ich habe zum Beispiel eine bestimmte Farbe, die ich nicht mehr niemals benutzen werde. Das mache ich auch nicht, da möchte ich auch gar nicht dran gehen und habe auch keine Lust, die jemals wieder zu benutzen oder zu sehen und das zu überschreiben. Ist aber kein Problem, weil es genug Farben gibt. Deswegen ist das nicht so ein Problem. Aber andere Menschen kommen natürlich wieder mit Dingen in Berührung und ich weiß also auch, wie das ist.
ich gehe da so nah ran, wie sich das in dem Moment gerade okay anfühlt. Und wenn sich das nicht okay anfühlt, lässt es halt bleiben. Augen zu und durch, echt. Also du hast quasi irgendwas mal mit einer Farbe erlebt und diese Farbe darf quasi dann nicht mehr... Die mag ich halt nicht mehr, die habe ich nicht mehr geliebt, die Farbe. Ich habe halt keinen Bock mehr drauf, ja, genau. Aber wie gesagt, man muss, also das ändert aber nichts daran. Ich gucke sie mir aber manchmal an und überlege mir gerade, ob ich sie jetzt doch mal verwenden möchte, zum Beispiel bei einem Posting oder so, ja, ob ich sie da verwenden möchte, nicht für die Schriftfarbe oder so. Aber im Moment ist das halt so, nee. Ja, möchte ich nicht. Aber das sind natürlich Stufen und Schritte und du merkst halt manchmal selber auch gar nicht, dass es sich schon wieder erledigt hat. Also ich kann mal ein Beispiel sagen, was ich sehr interessant fand. Das ist aus einem Podcast. Da habe ich das mal gesehen, das fand ich ganz gut. Das ist eine jüngere Frau, die hat bei so einer Disco mehrfach Vergewaltigungen. Die war auch sternhagelblau und die Polizei und alle Verwandten sagen halt, naja, du hast dich jetzt aber auch wirklich nicht so optimal verhalten sozusagen. Dann sagt die, ja, hä? Das ist, ne, wie ich vorhin mit der Krebserkrankung gesagt habe, was hat das denn jetzt mit der Gruppenvergewaltigung zu tun? Ja, ich war sternhagelblau, ja, ich habe mich super unvernünftig verhalten, ja, aber wo ist jetzt da der Zusammenhang? Also was gibt das für eine Rechtfertigung für Jungs, dann eine Mehrfachvergewaltigung durchzuziehen? Ich verstehe den Zusammenhang nicht, ne, sagt sie zu Recht. Und das erleben wir also oft, dass die Menschen mit Sexualdelikten, dass die also sehr schwere Beziehungsprobleme kriegen. Also gar nicht unbedingt Sexualitätsprobleme. Da kann man meistens drum rumarbeiten oder oft, nicht immer, aber oft. Aber Beziehungsprobleme, die sind das Problem. Und oft ist ja Sexualität in Beziehungen eingebettet. Und die Lösung ist natürlich jetzt, die Sexualität von Beziehungen zu entkoppeln. Das ist aber auch nicht etwas, was jedem gut gefällt. Also da merkt man schon das Problem. Und die Lösung, die sie dann gefunden hat durch Zufall, ist, dass sie Beziehung und Sexualität wieder in einer stressfreien Umgebung durchführen kann, ist, dass der Partner den Stress nicht ausübt. Der ist nämlich Autist, also Aspi, und für den ist das einfach ein neutrales Ereignis. Das heißt, wenn du jetzt jemanden findest, der nicht die ganze Zeit darüber gestresst wird, wie bei dem Krebs, dass du jetzt Krebs hast oder vergewaltigt wurdest oder sonst irgendwas, dann ist das zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Jetzt kannst du aber natürlich nicht, auf deine Frage hin, jetzt kannst du natürlich nicht sagen, ja, such dir jemanden, der sehr sachlich emotionale Dinge bewertet. Ne? Das ist natürlich auch nicht unbedingt was für jeden gut funktioniert, weil das auch wiederum Stress erzeugen kann. Viele Leute brauchen dieses gefühlsmäßige Spiegeln und so und gehen also seelisch ein, wenn sie das nicht haben. Also das will ich nur sagen, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber es läuft alles darauf hinaus, auf dieses, du musst unbedingt dafür sorgen, auch wieder gute Erlebnisse zu haben. Darauf läuft jede traumatische Erfahrung am Ende des Tages hinaus. Und wie du das machst, musst du dann halt selber rausfinden oder in schlimmeren Fällen mit Traumatherapeutinnen und Traumatherapeuten. Jetzt rein der Neugier geschuldet, darf ich dazu noch mal eine Frage stellen? Ja, so viel willst. Wie ist es dazu gekommen, dass du eine bestimmte Farbe nicht mehr magst oder dass das so, dass du das auf jeden Fall diese Farbe so abgelehnt hast? Weil eine außerordentlich unangenehme Person die besonders gerne benutzt hat. Ah, okay. Und die quasi dich immer wieder daran erinnert oder dich triggert an diese Person und dementsprechend, ja, genau, sagst du, okay, um das zu meiden, nie wieder diese Farbe und dann. Ja. Und wenn du sie jetzt siehst, erinnerst du dich direkt an die Person oder schaffst du es jetzt? Nee, das schaffe ich nicht, nee. Da muss man aber sagen, das ist auch kein Problem. Also nehmen wir nochmal das tote Kind, weil das, glaube ich, jedem einleuchtet, egal ob man selber Kinder hat oder nicht. Ich glaube, das kann, glaube ich, der letzte Mensch verstehen, dass wenn dein Kind auf einmal verstirbt. Nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. Da ist es halt so, das kannst du nie wieder vergessen. Also die Leute, die jetzt schwere Traumata haben, die wissen natürlich, wovon ich rede, aber ich rede jetzt mal für die anderen. Das wird ein Bestandteil deines Lebens, der dein gesamtes Leben durchdrängt. Also wie die Leute, die erst so 5, 6, 7 Jahre daraus sind, also die noch nicht mehr Zeit haben, die sagen halt, das habe ich beim Zähneputzen, beim Essen, beim Aufstehen, beim Schlafengehen, beim Fernsehen, beim Baden, beim Blumen umpflanzen, das ist immer da. Und ich denke, da musst du dich bei schweren Traumata, darauf musst du dich einstellen, so würde ich es mal formulieren, da musst du dich darauf einstellen. Du kannst Glück haben, dass das so beschrieben wird, dass das auch wirklich weggeht und sich auflöst, aber die Hoffnung darfst du dir nicht machen. Das ist nicht Ziel der Traumabearbeitung. Es ist auch nicht Ziel, dass du es gut findest, dass es zu dir gehört, aber du kannst halt die Gehirnverknüpfungen häufig nicht verändern, weil besonders die beiden Zentren für die Verschaltung von Gefühlen und Erinnerungen und das Angstzentrum, die beiden, die sind sehr, sehr schwer zu beeinflussen. Also deswegen
häufig wirst du im Leben. Das kann auch gut sein. Ich habe zum Beispiel mal ein Paar gehabt, die, da hat der Sohn sich angeblich suizidiert. Das war aber lupenreiner Mord aus der organisierten Kriminalität. Also wirklich klarer war selten ein Fall von den Spuren her. Ne? Keine Meinungsäußerung. Und die örtliche Behörde wollte das aber nicht verfolgen. Das ist im Tessin und da gibt es angeblich gar keine Morde. Ja? Da leben also die Superreichen und die Superschönen, ja, hauptsächlich die Superreichen. Und da ist tiefer Frieden, da gibt es kein Verbrechen, ja, angeblich. Was natürlich die organisierte Kriminalität anzieht, wie eine verwesende Maus dann die Schmeißfliegen anzieht. Das heißt, da hast du umso mehr organisierte Kriminalität natürlich, die aber alle mit Samthandschuhen vorgehen, damit sie kein Aufsehen erregen. Weil die stille Vereinbarung ist, hier passiert ja auch nichts, ne? Mhm. Damit alle ihr Geld da waschen können und deponieren. Und die waren zum Beispiel sehr eindrucksvoll. Also die sind mitgekommen, zum Tatort sogar nochmal, zum Fundort, was aber mit Sicherheit auch der Tatort ist. Und das war sehr, sehr eindrucksvoll. Also da hat man richtig gemerkt, die haben das komplett in ihr Leben aufgenommen, weil sie wissen, dass das nicht, sowieso nicht anders geht und haben sehr viel persönlich auf sich genommen, funktionieren aber als Paar noch, was also meistens bei den Sexualdelikten zum Beispiel dann sofort zerfällt. Also da geht jede Beziehung dran zugrunde. Und die haben das geschafft. Das fand ich super eindrucksvoll. Also ich will sagen, du kannst es eh nicht ändern und du musst dann versuchen, so gut damit zu arbeiten, wie es geht, aber du darfst dich davon nicht beherrschen lassen. Deswegen sagen ja heutzutage, ist ja die Sprechweise auch, dass man nicht mehr von Opfern spricht, sondern nur noch von Überlebenden. Und das kann ich, das unterstütze ich zu 100.000%, wenn es das gäbe. Das hört sich auf den ersten Blick so ein bisschen an, so wie eine Schönfärberei, ist es aber nicht. Das macht einen sehr, sehr großen Unterschied, als ob du dich als Opfer oder als Überlebende oder Überlebender siehst. Und das ist so der, für die, die damit noch nie zu tun hatten, das ist so der, die Methode, mit der man da arbeitet. Sehr, sehr interessant. Wann hast du das letzte Mal, lieber Marc, alleine geweint? Ja, ich bin ja eigentlich nie alleine. Also ja, eigentlich immer bei Filmen, wo irgendwie die Leute ihr Ding durchziehen. Das war schon immer so. Das hat mich schon immer angesprochen. Also das finde ich immer super. Also wenn, das muss jetzt gar nicht so eine krasse Außenseiternummer sein. Und was mich auch gar nicht interessiert, sind Rebellen oder so. Also da, das finde ich eher bescheuert, weil einerseits wird den Kindern immer vorgemacht, sei wie Robin Hood, nimm den Reichen das Geld weg und verteile es zu den Armen und in der Zwischenzeit darfst du aber jeden erschießen, den du erschießen möchtest. Das ist ja auch, ist ja der klassische Heldenfilm, ne? Jetzt auch wieder bei dem neuen Suicide Squad, also der heißt ja dann The Suicide Squad, also wenn man so will, Teil 3, wenn man das von der Harley Quinn-Zählung nehmen will. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute da abgeschlachtet sind, nur weil die im Weg stehen. Ja, du weißt überhaupt nichts über die. Die stehen einfach nur im Weg und sie gehören dann irgendwie vielleicht zu den Bösen. Und selbst das Monster, also der sogenannte Endgegner, über das ist nichts bekannt. Das darf aber mit jeder Methode bekämpft werden. Also sowas hasse ich. Da krieg ich Anfälle. Ne? Also die Bösen oder der Staat oder die Mächtigen bekämpfen mit jedem Mittel. Also da vergieße ich keine Träne, wenn dann die unterdrückten Rebellen das schaffen oder so. Mich interessiert es eher, wenn Leute wirklich einfach ihr Ding durchziehen, was auch immer ihr Ding ist. Da lacht mich meine Frau auch immer aus. Das kann aber auch was völlig, das muss aber jetzt gar nicht so was Kämpferisches sein. Zum Beispiel bei Drachenzähmen leicht gemacht, bei dem letzten aus der Serie, fand ich zum Beispiel die Szene total eindrucksvoll, wie die dann am Ende, also die meisten kennen das jetzt nicht, fragt mal eure Kinder, wie die durch so eine Kristallhöhle fliegen. Das ist so eine ziemlich epische Szene, weil das für 3D gedreht wurde und dann fliegen die da ziemlich lange durch, damit du viel 3D hast. Und das finde ich zum Beispiel super, weil die da einfach ihr Ding durchziehen und also das können jetzt auch niedliche Drachen sein und das muss jetzt gar nichts Aufregendes sein. Ja. Total schön zu hören. Ich weiß jetzt nicht, ob du in einem Haus lebst oder in einer Wohnung, ist aber auch relativ egal. Also dort, wo du lebst, mal einfach fiktiv, ja, fängt Feuer, alles fackelt ab, Lebewesen sind gerettet, Pflanzen, Haustiere, Menschen, alle sind gerettet. Ja. Du kannst aber auf dem Fluchtweg einen Gegenstand mitnehmen. Welchen würdest du mitnehmen? Das ergibt keinen Sinn. Also ich habe damit zu viel zu tun. Also hier um die Ecke ist das Stadtarchiv eingestürzt, sind Leute gestorben. Ich kenne auch einen, der persönlich direkt davon betroffen war, aber der dann nicht mehr in seine Wohnung durfte, weil zu viel Einsturzgefahr bestand. Und dann hat die Feuerwehr halt gesagt, nach einer Zeit, als sie dachten, das ist stabil genug, okay, jeder hat jetzt 10 Minuten, da reinzugehen und sich einen Gegenstand rauszuholen. Das haben die also tatsächlich gemacht.
Ich, also, ich Würdest du finde. dann zurückgehen und noch was holen oder würdest du? Also, wenn überhaupt, würde ich. Also, ich kann dir das aus der Erfahrung mit Hotels. Ich war natürlich. Ich bin, lebe ja praktisch im Hotel, ne, meine Frau und ich. Also, wir haben. Also, wichtig ist für uns halt immer der Laptop im Prinzip, weil da ohne den steht und fällt die gesamte Organisation, alle Veranstaltungen. Also, immer wenn Brandmeldungen sind. Also, ich habe das schon öfter erlebt in Berlin, in London und sonst wo. Also, da, ich schnapp mir dann schon den Laptop, aber ich weiß halt genug. Ich bin auch befreundet mit einer Flugbegleiterin und so. Ich weiß aber auch, dass du jetzt nicht mehr mitnehmen solltest. Also ich habe da wahrscheinlich ein bisschen eine andere Sicht drauf. Also ich denke, solange dein Laptop oder das, was auch immer das für dich ist, was deine Lebensstruktur zusammenhält, das kann auch die Tasche mit den Ausweisen sein oder so, ist es okay. Aber weißt du, ich denke, die Frage kommt zu sehr aus einem Luxuskonzept. Meine Oma ist über so eine Nährung, so eine zugefrorene Nährung gelaufen mit ihrem Sohn, meinem sozialen Vater. Und die ist dann angekommen und dann wurde die in Deutschland gefragt, warum sie ihr Bettzeug nicht mitgenommen hat und so. Also ich denke, also das hat die schwer traumatisiert, das hat die, bis sie gestorben ist, nicht vergessen, das ist eine der letzten, die hatte eine Demenzerkrankung. Das hat die bis, das war, das gehörte zu den 5 oder 6 Sachen, die nie mehr vergessen hat, dass sie da gefragt wurde, wo ihr Bettzeug ist, weil die dann von Familien aufgenommen wurden natürlich und dann kein Bettzeug hatten. Und du musst dir vorstellen, also die sind zu, das waren, glaube ich, 10 Geschwister und 2 Eltern, die mussten von wirklich einer Stunde auf die andere, mussten die ihr völlig funktionierendes soziales Umfeld verlassen. Das hat ja bis zur letzten Minute funktioniert. Die waren ja überzeugt, dass das nicht zusammenbricht. Und ich meine, es gibt da keine vernünftige Entscheidung. Also zum Beispiel viele Leute, die im Krieg sehr viel verloren haben durch Brände und so weiter. Im Zweiten Weltkrieg meine ich jetzt, die haben halt gesagt, ja, vielleicht hätte ich die Kiste mit den Fotos besser aufheben sollen. Andere haben sich eher gefragt, hätte ich bestimmte Dokumente und Ausweise mitnehmen sollen, weil dann sehr starke Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Bildungsabschlüssen manchmal entstanden sind, weil das nicht dokumentiert war. Wenn du jetzt aus Syrien kommst, hast du, glaube ich, diese Probleme nicht. Da bist du froh, wenn du noch dein Bein und deine Arme hast. Also insofern, das kannst du nicht beantworten, die Frage wirklich. Das ist also wirklich eine Nonsensfrage, echt. Ich liebe aber deine Antworten. Also ich liebe es, wie du darauf antwortest. Und die Antwort hatte trotzdem so mega viel Inhalt dazu, weil da kann Nee, man also sich. so meine ich es nicht. Es ist eine gute Anregung. Die Frage ist eine sehr, sehr gute Anregung. Ich habe das schlecht ausgedrückt. Ich meine, die kann man nicht beantworten. Weil selbst wenn du eine Entscheidung triffst, kann sich hinterher zeigen, dass die vielleicht dann doch für dich einen Nachteil oder einen Vorteil bewirkt hat, an den du gar nicht denkst. Ich kann ja mal ein Beispiel dazu sagen. Also das sollte die Frage nicht bewerten, überhaupt nicht, sondern das sollte nur heißen, dass du es nicht wissen kannst, wie mit der Frage nach Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart. Also zum Beispiel Hans Thum, das ist der Erfinder der modernen Pudelschuhe. Der hat also erfunden, wie du heute Pudel siehst, wenn die beim Hundefriseur waren oder so. Und das war aber ein Riesenaufreger, weil es gab halt eine Festlegung, wie Pudel geschoren werden, wie man die so auf klassischen Bildern kennt, mit so komischen Quasten und sowas. Und das hat er also abgeschafft. Und der wurde dann also bedroht, sehr schwer, weil das dann auch in die Nazi-Zeit ging. Dann wurde ihm auch, sagen wir mal, halb im Spaß, aber leider so, dass es auch hätte passieren können, angedroht, dass er ins KZ kommt, wenn er damit weitermacht mit seiner Pudelschuhe. Und der ist dann im Krieg, als er schon als Außenseiter und Freak galt mit seiner bescheuerten neuen Pudelfrisur, das ist die Frisur, die es heute weltweit gibt für alle Pudel, ne? Hat sich also durchgesetzt, hätte natürlich auch nicht passieren können. Auf jeden Fall, der ist natürlich ständig im Bombenalarm gewesen und hat dann seinen Pudel mitgenommen und in eine Decke eingewickelt. Und der war relativ brav. Der konnte sozusagen mit den Tieren sich vernünftig unterhalten, wie so Pferdeflüsterer oder sowas. Das gibt es ja. Ne? Also der hat die Sprache der Hunde verstanden und nicht gesagt, ich muss den dressieren, dass er dann Tänzchen macht oder sowas. Und deswegen hat der Pudel sich still verhalten, weil er gemerkt hat, das ist jetzt eine ernste Situation. Und dann ist er in den Bunker reingekommen, weil er, obwohl er jetzt normalerweise, man musste da einen bestimmten Grund haben, um in den Bunker zu kommen, ist er reingekommen, weil die Leute dachten, das wäre sein Baby. Dass also ein Mann, der möglicherweise seine Frau schon verloren hat im Krieg, dass der also mit seinem Baby kommt und haben ihn reingelassen. Und dann hat er überlebt und da, wo er eigentlich rein hätte sollen, das ist zerbombt worden und das hätte er nicht überlebt. So, jetzt hat er sozusagen als Gegenstand, viele Leute sehen Hunde ja oder Lebewesen als Gegenstände an und essen die dann und weiß ich nicht, denken, man kann Tiere, Produkte verwenden und so weiter. Hat er also den mitgenommen, das hat ihm sein Leben gerettet. Ja, okay. Ist das jetzt, was lernt sie jetzt da draus? Gar nichts, weil er wusste ja nicht, dass das durch Zufall beim Bunkereingang verwechselt wird mit einem Baby.
Das meine ich damit. Du kannst es nicht beantworten. Du weißt nie, du kannst nur, wie ich das vorhin schon bei der anderen Frage gesagt habe, du kannst nur das, was du in der Gegenwart machst, kannst du versuchen, dich menschenfreundlich oder für dich selbst freundlich natürlich auch, also du bist ja auch ein Mensch, zu verhalten, und das war's. Und was dann passiert, wirst du dann erfahren. Also danke und super interessant. Also allein die Geschichten, die Anekdoten, die du hier raushaust, bringen so viel Mehrwert. Also für mich jetzt zumindest schon mal, und ich glaube auch für viele, die hier zuhören. Letzte Frage, mein Lieber, bevor du mir eine Konterfrage stellen kannst und die Nominierung durchführst, ist noch ein Jahr. Wenn du wüsstest, dass du genau in einem Jahr stirbst, würdest du etwas an deiner Lebensweise ändern? Wenn ja, was? Nö, eigentlich nicht, weil ich bin ja derjenige, der auch ständig Vorträge, also jetzt echte Vorträge, nicht im Privaten ungefragt, sondern gefragt Vorträge hält, darüber, wie man sich halt anhand der Zahlen und Daten und Messungen, die vorhanden sind, so vernünftig verhalten kann. Und deswegen labere ich ja nicht nur rum, sondern ich mache ja das, was ich sage auch. Sonst fände ich es ja hirnverbrannt. Also insofern, also der Spielraum, den ich habe für mich und für den Rest meiner Umgebung, den nutze ich auch und mache das dann halt auch genau so, wie ich es auch sage, wie man es tun soll und nicht anders. Also dieses Rumgeschwätze und ich müsste mal bla 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 bla, das kann ich nicht hören. Also ich krieg, weiß ich nicht. Der Kölner sagte Krischplack. Also Krischplack. Also das ist irgendwie. Wenn du das hörst, ich müsste mal, was sagst du dann zu den Leuten? Gar nichts. Das interessiert mich nicht. Das ist eine sinnlose Aussage. Das ist eine vollkommen inhaltsleere Aussage. Also ich dachte, du sagst dann sowas wie, ja, dann mach doch mal endlich. Wenn derjenige eine Antwort möchte. Aber die meisten Leute möchten ja gar keine Antwort darauf. Und dann lasse ich die auch in Ruhe. Ich meine, ich bin ja nicht dazu da, anderen Leuten zu sagen, wie sie leben sollen. Das können sie ja selbst entscheiden. Ich fand das so genial mit dem Vortrag jetzt hier. Also wirklich gebucht, nicht ungefragt irgendwie. Ja. Oh Mann, ey. Ja, also würdest du einfach so weiterleben, wie du lebst, weil du sagst, du bist jetzt auch so mit dem, wie du lebst, einfach zufrieden, weil du das tust, was du auch impulsmäßig machen würdest. Ja, was heißt impulsmäßig? Was ich für richtig halte, dass Impulse spielen da eigentlich keine große Rolle. Also menschliche Impulse stammen ja aus einer Zeit, die wir nicht mehr haben. Also um nochmal auf den Anfang zu kommen, also wir haben ja jetzt eine sehr hohe Bevölkerungsdichte mit funktionierender Hypersozialität, die natürlich auch sehr zerstörerisch sein kann. Ne? Das ändert aber nichts daran. Also selbst wenn du einen Krieg führst, wird der ja auch hypersozial in dem Sinne geführt, dass du deine Kriegsführung durch die Vernetzung aller, die daran beteiligt sind, durchführst. Also ne? Das ist jetzt nicht ein positiver Begriff, das ist einfach nur ein sachlicher Begriff. Und deswegen Impulsen würde ich nicht immer so trauen. Also auch ein Beispiel, das kennen vielleicht viele von euch, aber wenn nicht, könnt ihr das mal schnell googeln. Also einer der größten Helden wirklich, die es wirklich gab in der modernen Menschheitsgeschichte, das war dieser russische Soldat oder Offizier oder wie man das auch mal nennen will, der da am Atomknopf saß, und dann gab es eine Fehlmeldung, dass angeblich die US-Amerikaner eine Waffe gezündet haben, eine Atomwaffe. Und dann hat man ja nur einen sehr kurzen Spielraum, um dann die Alarmierung von der Gegenseite zu machen. Und das war in den 1980ern besonders ein sehr großes Thema, weil da wurden in Deutschland und in den 90ern wurden die Pershing 2 Raketen stationiert, die dann bis in die Sowjetunion reingehen. Die Amerikaner haben gesagt, wenn ihr hier in Kuba Raketen hinstellt, dann gibt es einen Krieg, ja, weil ihr könnt dann können sozusagen die Sozialisten oder die Kommunisten oder so, können auf einmal amerikanischen Boden mit einer Rakete erreichen. Aber umgekehrt, die Amerikaner haben es dann gemacht und haben in Deutschland die Atomraketen stationiert. Also das war total bescheuert und sehr ungleichgewichtig und einfach totale Scheiße. Und da ist es halt so gewesen, dann gab es große Friedensdemos. Die größte Demo, die jemals in Deutschland stattgefunden hat, war da so eine Friedensdemo. Und der Impuls wäre jetzt halt gewesen, sich da zum Beispiel auch militant dagegen einzusetzen. Das haben auch viele Leute gemacht. Die haben gesagt, okay, das geht jetzt nicht. Hier ist jetzt der Atomkrieg vorprogrammiert. Die Amerikaner haben legen einen anderen Maßstab an die Sowjets an, als die Sowjets, die sich dann zurückgezogen haben aus Kuba, nachdem der Präsident, ich glaube Kennedy, dann gesagt hat, okay, also dann gibt es jetzt halt einen Atomkrieg, sorry, wenn das jetzt passiert. Und dann haben die Sowjets das zurückgezogen. Und der Impuls wäre jetzt, dass du sagen würdest, okay, zugunsten der Menschheit sorge ich dafür, dass das jetzt aufhört. Ja, meinetwegen, keine Ahnung, ich greife jetzt Soldaten an oder ich sprenge irgendwas in die Luft oder ich bedrohe, entführe irgendwen oder für ein Flugzeug oder so. Und
das hat sich gezeigt, dass das nicht funktioniert. Das bewirkt gar nichts. Also das bewirkt weder was Gutes noch was Schlechtes, sondern das bewirkt überhaupt nichts. Das führt dann zu irgendeiner Sicherheitsmaßnahme, die natürlich ergriffen werden muss. Und das war's. Also man kann also Impulsen irgendwie nicht trauen, sondern ich würde es wirklich so machen, dass ich anhand von Daten und Tatsachen vorgehe. Und jetzt aus dieser Zeit mit dem Kalten Krieg und dieser Aufheizung im Atomkrieg, da hat es halt sich gezeigt, dass die Erde entweder durch die Klimaveränderungen oder durch einen Atomkrieg zwar untergehen wird, ne, das wird passieren, aber in der Zwischenzeit müssen wir dieses hirnverbrannte politische Kräftespiel durchführen, weil Menschen halt so funktionieren. Das hat sich dann gezeigt. Also die längste Zeit des Friedens, wenn du so willst, zumindest zwischen den Atommächten, ist dadurch entstanden, dass sie aufgerüstet haben. Ich bin dagegen. Ich lehne das grundsätzlich ab, aber diese Messung haben wir jetzt. Und dann müssen wir halt sagen, okay, mein Weltbild ist jetzt nicht so wichtig wie diese Messung, die wir haben. Und obwohl ich das, also ich, es gibt, also wenn es so eine Skala gäbe von Sachen, die ich schlecht finde, von 0 bis 100, dann wäre das 100 schlecht, ja, sozusagen. Aber ich muss damit leben, weil die Messung zeigt, dass Menschen halt leider mit Neandertaler-Impulsen, weil du nach Impulsen gefragt hast, funktionieren. Das heißt, wenn der andere eine genauso starke Waffe hat wie ich, dann greife ich den halt nicht an. Ja, und ich finde das bescheuert und bin auch überzeugt, dass das anders gehen würde, aber die meisten anderen Menschen sind nicht dieser Überzeugung und leben sie deswegen nicht. Und dann kann ich auch nicht anfangen, meinen Impulsen zu folgen und zu sagen, ja, dann muss ich jetzt eine Kaserne sprengen. Ne? Also das ist, also ja. Ich lebe so, wie ich es für angenehm, sinnvoll und sozial halte, unabhängig von Impulsen. Und wieder garniert mit einem schönen Beispiel. Also das hast du echt drauf. Ja, Konterfrage und Nominierung. Du darfst beginnen mit, was du möchtest. Bin ich, also tut mir leid, da bin ich jetzt leider echt der Mega-Spielverderber. Das ist leider immer so bei solchen Sachen. Deswegen mache ich auch bei Game-Shows nicht mit, obwohl ich da dauernd gefragt werde. Mach alles so, wie du es machen möchtest. Wenn du was sagen möchtest, sag was. Und wenn du jemanden nominieren möchtest, nominiere jemanden. Achso, nein. Achso, nee, musst du ja natürlich nicht. Ne? Ja, also ja. Können wir natürlich nicht machen. Brauchen keine Konterfrage und keine Nominierung. Ja. Also das brauchen wir nicht. Wenn du sagst, kein Bock drauf, das ist ein Dialog ohne Masken, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Nee, kein Bock würde ich nicht sagen, aber es ist eher so, ich sehe das eher so, deswegen bin ich halt leider bei, so, wie gesagt, auch bei Game-Shows völlig ungeeignet. Ja. Du weißt ja garantiert super Sachen zu erzählen und du weißt garantiert super Leute, die du einladen kannst. Da will ich mich also überhaupt nicht einmischen. So ist das gemeint. Also das hat mit keinem Bock, kein nichts zu tun, sondern du kannst das fertig. Aber Marc, siehst du, das ist doch das Coole. Und genau so kann ja auch dann der Podcast enden. Also das ist ja auch überhaupt gar kein, ne? Deswegen, das ist das Schöne. Und danke, dass du auch so ohne Maske agierst, weil das finde ich nämlich klasse, dass du einfach sagst, pass auf, das ist so frei von der Leber und du bestätigst ja genau das, womit wir angefangen haben. Du folgst dem, was du gerne möchtest. Ja, und ja, aber eben nicht, ja, es war aber gut, dass du da noch so ein paar Nachfragen hattest. Also es geht aber nicht nur darum, Impulsen immer so nachzugeben, sondern eher wirklich einen aus großer, breiter Erfahrung, so gut ich sie halt machen konnte. Also andere haben natürlich viel mehr Erfahrung, aber ich bemühe mich, zuzuhören und in Situationen zu gehen, die ungewöhnlich sind und so weiter. Und aus der Erfahrung schöpft sich das und nicht aus Impulsen. Also das war schon gut. Also stimmt schon, wir sind wieder am Anfang, aber es ist trotzdem gut, dass wir das so ein bisschen aufgefächert haben, damit das nicht missverständlich ist. Ne? Also nicht wie ein kleines Kind, was einfach immer nur Süßigkeiten essen will oder das Spielzeug vom Tom oder so. Ne? Also so ist das jetzt nicht. Ne? Ja, dann gestatte mir noch eine Abschlussfrage. Wie war die Zeit, die du hier investiert hast und wie war der Podcast für dich? Sollen die Leute entscheiden. Also postet hier drunter, ob euch das was gebracht hat oder ob ihr das interessant fandet. Und dann wird das halt irgendeine Wirkung entfalten oder auch nicht. Also äußert euch und redet mit eurem Host hier und dann wird irgendwas draus entstehen. Ja. Es ist, wie es ist, ne? Ja, es ist, wie es ist, genau. Ja, mein Lieber, dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und bedanke mich für deine Lebenszeit, die du hier investiert hast. Sehr gerne. Und vielen lieben Dank für deine wertvollen Beiträge. Ja, danke für deine Zeit. Danke, danke. Tschüss.
Vielen Dank, dass du diesem Dialog ohne Masken zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn positiv bewertest und natürlich auch abonnierst, damit du immer die aktuellste Folge zeitnah hören kannst. Falls du bestimmte Themen gerne hören würdest oder dir eine geniale Frage einfällt, die wir unseren Gästen stellen könnten, dann schreib uns gerne an frage@dialogeohnemasken.de oder schreibe und abonniere uns gerne über Facebook und Instagram. Die Links findest du bei uns auf der Homepage oder unten in den Shownotes. Wir wünschen dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Lebe mit Herz, Leidenschaft und Verstand. Dein Sharon.